Seid ihr ready für Mario 64 mit einem Ultra-Profi? Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und Freunde, ich bin gerade echt enttäuscht, muss ich sagen. Ihr seht's oben, ich habe 86 Sterne und ich habe jetzt gerade auch schon einen Part aufgenommen. Allerdings habe ich aktuell einen super blöden Fehler, der, glaube ich, seit ein oder zwei Wochen da ist und ich habe keine Ahnung, wie ich den fixen kann. Ich nehme mit dem Programm OBS auf. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal das bei anderen YouTubern gehört oder wie ich davon berichte. Und ich habe aktuell ein Problem mit meiner Elgato. Das ist quasi das Gerät, was meine Switch aufnimmt, dass die Elgato und OBS nicht kompatibel sind. Bedeutet, wenn ich OBS schließe, habe ich einen Bluescreen und die Aufnahme, die im Ordner drin gewesen ist, die ist einfach gelöscht. Also die ist einfach danach weg. Und ich weiß nicht, warum es so ist. Also ich habe irgendein Problem mit der Elgato und OBS. Das ist total strange, aber ich glaube, um das Problem zu fixen, darf ich OBS einfach nicht mehr schließen. Wenn ich ein Video cutte, dann lasse ich das Programm einfach nebenbei offen. Und auf jeden Fall sind jetzt 4 Sterne verschwunden und es tut mir so weh, weil das war so eine lustige und coole Aufnahme mit coolen Fails, mit Emotionsausbrüchen, mit halben Rage-Crits und so. Und ey, das ist so ärgerlich, weil ohne Scheiß ist... Also als YouTuber gibt's, glaube ich, nichts Nervigeres, als wenn sowas wie das hier passiert. Ja, Kopf nach oben, es ist sehr ärgerlich, aber ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin schon minimal enttäuscht. Nun gut, Freunde, ich erzähle euch mal so ein bisschen, was im letzten Part passiert ist, den ich aufgenommen habe. Das ist unser verlorener Part von Mario 64, kann man so sagen. Das ist unser verlorener Part von Mario 64. So, ich gebe euch mal ganz kurz die Erkenntnisse. Und zwar hat Soyan Kamora unter dem letzten Part kommentiert, dass ich mal in diesem Raum ins andere Gemälde reingehen sollte. Und das war ja dieses wunderbare Level, was so verwirrend gewesen ist mit dieser Röhre, wo man einmal hier in diesem großen Bildschirm startet, wo alles groß ist, und einmal in diesem Bildschirm, wo alles klein ist. Links mit dem mit dem kleinen Gemälde ist halt alles klein und rechts beim großen Gemälde ist halt, ne, diese große Passage. Fand ich sehr cool, hätte uns wahrscheinlich einiges an Arbeit abgenommen, aber naja, Wunschdenken, das Leben ist kein Ponyhof und so, und von daher sehen wir dem Schicksal ins Auge, dass wir es erst spät mitbekommen haben. Und dann habe ich jetzt diesen Spiegelraum entdeckt, weil es soll ja noch ein Level geben. Digga, jedes Mal tauche ich aus Versehen wieder in dieses Gumma-Level hinein. Und zwar ist es da. Da habe ich schon 3 Sterne gesammelt. 3 Sterne voller Rage-Crits und Abenteuer. Und was mir aufgefallen ist, wo ich meinte im letzten Part, das muss doch safe eine Creepypasta darüber geben. Guck mal, Lakitu ist instant hinter uns. Er ist weg. Man sieht ihn einfach nicht. Er ist einfach da. So klar, Lakitu wird wahrscheinlich immer hinter uns sein für die Kameraperspektive. Aber diesen Fact fand ich schon sehr, sehr gruselig. So, alright. Ich habe 3 Sterne gesammelt. Einmal wage dich ins Eis. Das war so ein Stern in einem Eisblock, wo man quasi wie so eine Art Labyrinth sich da reinfuchsen musste. Und dann haben wir hier Spiele mit Bad Bully. Da musste man Bully einfach ins Eiswasser reinwerfen. Und dann erklimme den Kopf. Die Sterne hatten wir bisher. Und von daher sliden wir jetzt rein. Warte, es hieß, gehe zum Eissee. Und dieses Level ist wirklich so... Was soll ich sagen? Eigen. Und teilweise schwierig, weil ich nicht weiß, was das Level teilweise von mir möchte. Ich verstehe es einfach nicht. Und dieser Frosch, ne? Jedes Mal denke ich, ich sammle jetzt eine Münze ein, aber nein, es ist jedes Mal dieser freaking Frosch. Oh Mann, der letzte Part war so gut und so mimig. Da waren so geile Memes dabei. Oh, ist das schade. Gehe zum Eissee. Ich weiß aber nicht, was ich beim Eissee machen soll. Also hier dieses Level, das habe ich quasi für mich selber erkundet. Im letzten Part so gesehen. Und das, also der Eissee, das kann ja eigentlich nur dieser See hier sein. Und by the way, diese Dinger hier, mit denen kann man so ein bisschen weiter nach oben fliegen. Da probiere ich jetzt mal irgendwie hier an den Rand zu kommen. Und nutze mal am besten einen von diesen Dingern. Kannst du zu mir kommen? Tatsächlich, das Ding kommt zu mir. Ich werde mal nach oben fliegen und versuchen, man kommt da einfach nicht hoch. Das kann nicht sein. Man muss da oben irgendwie hinkommen, weil ich da auch eine rote Münze gesehen habe. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, wie ich zu dieser dreckigen roten Münze da oben hinkommen soll. Naja, im Notfall probieren wir uns irgendwelche Mario 64 Glitches hier rauszusuchen. So, du musst doch, als ob das Ding mich nicht weiter verfolgt. Hä?
Gehe zum Eissee. Check jetzt schon wieder nicht, was das Game von mir möchte. Vor allem 4 Sterne haben wir im letzten Part gesammelt. Ich habe dann noch den Riggler getötet, beziehungsweise eliminiert. Getötet klingt irgendwie so... Das klingt so böse, Freunde. So, gehe zum Eissee. Was ist mit Eissee gemeint? Guck mal, wir müssen ja auch prinzipiell irgendwo hier mit einer Kanone oder sowas in der Art reden können. Reden müssen. Oder sonst was. Hier sind auch nochmal solche Fliegedinge. Achso, mit denen können wir wahrscheinlich direkt rüber sliden. Da schon wieder so ein Drecksfrosch. Eissee, was meint das Game denn mit einem Eissee? Also hier kommt immer so ein Windzug aus nix. Weil guck mal da, hier ist noch irgendwas. Oh, wir haben den Fliegeschei-Guy eliminiert. By the way, das hat Desaster in die Kommentare geschrieben. Dass die Dinger eigentlich Fly-Guys und nicht Shy-Guys heißen. Aber da wird mir noch nicht so ganz bewusst. Ich meine, sind die Dinger nicht mehr shy, nur weil sie fliegen? Das ist ganz schön abgehoben von den Viechern. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Wunderbar, okay. Gehe zum Eissee. Mamma mia! Mario, gib mir deinen Eissee! Gehe zum Eissee. Ich weiß echt nicht, was das Game mit dem Eissee meinen soll. Ich weiß es nicht. Naja, wollen wir ansonsten einfach die roten Münzen schon mal sammeln? Wäre, glaube ich, auch keine schlechte Idee. This year, I have a dream. I have a big dream in Mario 64. Und mein Traum ist es in diesem Spiel, einen Part zu machen, ohne dass ich einen einzigen Schnitt setzen muss. Also quasi, dass ich irgendeine Stelle weg hatte, die ich halt nicht schaffe. Und im letzten Part gab es auch wieder einige Stellen, die ich wegcutten musste. So, zack. Einfach aufgrund wieder so einiger Ereignisse. Sag ich mal so, in meinem jugendlichen Leichtsinn. So, number one. Ah, guck mal, da hinten. Also, ich bin ehrlich, ich weiß echt nicht, wie ich ansonsten diese roten Red Coins sammeln soll. Ohne so einen Jump hier reinzumachen. Ah, guck mal, da ist noch eine. Top. Das ist schon Nummer 3. Ich glaube, war Nummer 4 nicht sogar hier irgendwo unten? Weil die roten Münzen, die sehen so komprimiert aus, als ob die alle so auf einer Stelle wären. Okay, lass dich nicht wegfegen, Mario! Long Jump. Ah, das Ding ist, glaube ich, ein bisschen zu tief hier drunten, ne? Ah, guck mal, hier ist auch noch eine Art Eissee. Ja, aber was dann? Ich bin beim Eissee angekommen. Ich finde hier keinen Stern. Oh, das kriege ich doch never ever hin, oder? Mano! Ja, ich hab verkackt. Ja, ich hab verkackt. Das mit den roten Münzen hat nicht so gut geklappt. Freunde, ich such mal weiter. Wirklich, das Einzige, was wir jetzt... Also ich habe alles abgesucht. Das Einzige, was ich nicht abgesucht habe, ist halt irgendwie da oben hinzukommen bei diesen Red Coins. Folg mir mal bitte weiter. Wir nutzen dich jetzt für so einen Flug, okay? Mann, dreh nicht um! Komm zu mir! Nein, näher bitte! Ja! Ja, nein, 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 nein! Komm mal vielleicht irgendwie mit dem Baum oder so hoch. Das ist ein Witz. Das Game ist echt ein Witz. Okay, wait a minute. Ui. Oh, geil, man kommt... Oh, Alter, sind hier viele rote Münzen. Ja, okay, ich glaube, ja, die roten Münzen werden sehr, sehr easy sein, bis auf die eine rote Münze da unten am See. Junge, diese... Also, guck mal, ich habe im letzten Part drüber geredet, was eigentlich an diesem Game so schwierig ist. Punkt Nummer 1, die Steuerung. Kotzt mich an. Punkt Nummer 2, ich habe wieder vergessen, die Punkte, die ich nennen wollte. Solche Schrägen. Sobald man einmal an der Schräge ist, jätet man sich 4000 Kilometer weg, so gefühlt, ne? Dieser Punkt. Schwierigkeit Nummer 3, die Kameraperspektive. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die es am schwierigsten machen. Was steht auf dem Schild drauf? Springe auf den funkelnden Panzer, der Kröten... Oh! Okay, der funkelnde Panzer bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich die letzte rote Münze holen können, ne?
Alter, geil. Der 87. Stern, Freunde. Es geht gut voran. Aber jetzt habe ich wieder dieses Glücksgefühl nach der letzten Aufnahme. Ich hoffe nur, dass das Programm mich nicht wieder abschmiert, weil wie gesagt, ne, also ich schließe aktuell OBS und mein PC stürzt einfach ab. Und es erscheint so ein Bluescreen. Vielleicht kennt sich ja wirklich jemand von euch aus und weiß, womit das zusammenhängen könnte. Ich denke mal, das ist echt ein Hardware-Fehler, der eventuell mit der Elgato zusammenhängt. Also, aber die Elgato funktioniert ja. Deswegen checke ich ja nicht, warum das so reagiert. Vielleicht muss ich mir echt eine neue bestellen. Aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, weil die funktioniert ja gut. Na, ich guck mal. Vor allem, das ist aber nicht seit Anfang an da, seitdem ich die habe. Erst so seit einiger Zeit. Oder, ja, an der Switch wird es wahrscheinlich nicht liegen, denke ich mal. Ich denke mal nicht, dass die Switch die Fehlerquelle dafür ist. So. Wir haben schon mal 2 rote Münzen. 4 waren ja da. Ja, okay, easy, easy. Das ist echt easy. So, slide mal hier hoch, Mario. Genau. So, bam, bam. Wir sind oben angekommen. Und hier waren ja 4 rote Münzen. So, Nummer 3. Number 4, 5 and 6. Geil. Und rechts ist also ein funkelnder... Wir müssen vor der Schräge. Vor der Schräge aufpassen. Genau, hier sind wir wieder bei einer Schwierigkeit. Und damit... Wer denkt sich so ein Spiel aus? Wer denkt sich das aus und denkt sich so, ja, Mann! Der grüne Panzer, da slidest du einmal gegen das Schild, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, dagegen zu sliden, und dann bist du dead. Wie Vater auf Englisch. Dieser Frosch. Dieser Drecksfrosch. Ich werde den Frosch ins Jenseits mieten. Es tut mir leid, Frosch. Nimm's nicht persönlich, ne? Aber warum musst du dich auch so provokant verkleiden? Okay, ich glaube, wir haben wieder genug Leben. Jetzt müssen wir nur noch mit gekonnten Sprüngen die roten Münzen abholen. So, jetzt noch die letzte rote Münze. Ich weiß echt nicht, ob wir in der Lage sind, die zu besorgen. Weil man kann nicht mit einem Longjump da rein. Vielleicht mit einem Hechtsprung. Ja, wir sind eindeutig immer zu hoch, wenn wir da sind. Wie kommt man da jetzt ohne Panzer ran? Der Panzer wird wichtig. Warte mal, ich hab ne Idee. Ja! Nee, wir brauchen den Panzer. Wir brauchen den Panzer, um die letzte rote Münze abzuholen, weil ansonsten... Oh, Mann. Oh. Das Leben, it's so beautiful to me. Mhm. Es macht Spaß. Ich hab Spaß. Ich geb Gas. Wichtig ist es, Leben in vollen Zügen zu genießen und nicht in leeren Zügen. Ah, es ist herrlich, es ist so herrlich. By the way, was ich im letzten Part erzählt habe, das will ich in diesem Part nochmal erzählen. Und zwar will ich euch so einen kleinen Tipp mitgeben, so im Leben. Und zwar folgende Situation. Ich habe eine Freundin, die, ja, ich würde sagen, knapp 500 Meter von mir entfernt wohnt. Und wir kamen irgendwann auf diese glorreiche Idee, dass wir uns Walkie-Talkies bestellen. Ja, dass wir uns Walkie-Talkies bestellen, weil es halt funny. Ne, wenn du einfach über Walkie-Talkies einfach so random kommunizierst und dich zwischendrin einfach so random anklingelst. Und auf jeden Fall ist es super gruselig, was teilweise mit diesem Walkie-Talkie passiert, weil du kriegst ja auch irgendwelche Signale von Randoms rein. Also, die halt auf derselben Frequenz mit dir sind. Und da sind aktuell teilweise so gruselige Dinge passiert. Beispielsweise, dass nachts irgendwie, dass ich irgendwelche Kinderstimmen höre. Wirklich, ich wurde nachts angecallt. Ja, wir haben's! Nice one!
von irgendwelchen Kinderstimmen, die halt irgendwie gespielt haben, teilweise um 3 Uhr morgens. Ich habe mir so in die Hosen geschissen, no joke. Oder irgendwelche LKW-Fahrer, die miteinander kommunizieren. Also das ist halt super random, wenn du halt die ganze Zeit dieses Walkie-Talkie anhast. Und dann, ja, können zwischendrin einfach immer wieder irgendwelche Leute ankommen, die, wie gesagt, auf derselben Frequenz mit dir sind. Das ist, ja, ordentlich gruselig. Deswegen kleiner Tipp von mir. Es ist cool, mit Walkie-Talkies zu kommunizieren, aber es können auch sehr gruselige Dinge passieren. Vor allem, wir haben uns inzwischen solche Kosenamen gegeben. Das ist, ohne Witz, googelt mal. So, schau im Iglu. Ich wusste es. Ich habe im letzten Part ein Iglu entdeckt. Und ich weiß ganz genau, wo dieser Iglu ist. Und ich habe mich gefragt, Alter, was soll denn dieser Iglu bedeuten? Ich weiß ganz genau, wo wir nachgucken müssen. Genau, wir haben uns solche Kosenamen gegeben. Ohne Witz, googelt mal Random Name Generator. Das ist zu funny, was rauskommt. Auf jeden Fall, ne, die Freundin heißt, Lexi Little. Und mein Name ist Emanuel Nox. Also, wenn ihr mich demnächst im Stream Emanuel Nox nennt, weiß ich Bescheid, was ihr damit meint. Nennt mich ruhig Emanuel Nox. Das wird mein neuer Spitzname. Emanuel Nox und Lexi Little. Nein! Ohne Witz, es ist so eine Tortur, da hochzukommen. Ich habe solche Rage-Crits geschoben im letzten Part, um hier hochzukommen, Freunde. Ich habe wirklich, ich habe ein Kind geboren, gebären lassen. Na, gebären lassen klingt falsch. Ich habe ein Kind auf die Welt gebracht. Ich glaube, das kann man gut sagen. Ja, ich habe ein Kind auf die Welt gebracht. Ja, das kann man wirklich, glaube ich, gut sagen. Kind gebären lassen klingt da irgendwie strange von der Formulierung her, um hier hochzukommen. Also deswegen bin ich auch gerade auf dieses Thema gekommen, was eigentlich diese Schwierigkeit in diesem Spiel ist. Okay. So, und hier unten ist ein Iglo. Hier unten war irgendwo ein Iglo. Das habe ich gemerkt, weil ich hier so random runtergefallen bin. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau was, weil jetzt kommuniziert dieser Dude hier. Hey, wer ist da? Wer meint auf mir rumlaufen zu müssen? Ein Eisfloh oder eine Schneefliege? Egal was es ist, auf jeden Fall stört es mich. Aber mein Eisatem wird mich davon befreien. Und dieser dreckige Eisatmer, Freunde, merkt euch das. Der ist absolut beschissen. Der Eisatmer ist beschissen. Aber ich habe irgendwann random herausgefunden, wie wir hier vorbeikommen. Und zwar mit der Kraft des Pinguins, aber das ist teilweise auch ziemlich schwierig, ich sag's wie es ist. Weil dieser Eisatmer uns überall holen kann. So, und jetzt ist hier unten irgendwie, da ist ein Iglu. Ja, geil. Und da muss ich jetzt wahrscheinlich reinsteppen, ne? Warte mal, wahrscheinlich irgendwie geduckt? Tatsächlich, ich wusste es! Geil! Ja, und diesen Iglu habe ich halt voll random entdeckt im letzten... Ah, Gumba! Im letzten Part random entdeckt. Okay, das ist echt interessant. Erinnert mich so ein bisschen, das kennt ihr bestimmt auch auf dem Rummel, auf je... Oh! Es gibt hier... Warum gibt es hier eine Kanone? Für die 100 Münzen-Dings? Es muss hier, glaube ich, noch einen Secret-Stern geben oder sowas in der Art, ne? Oh mein Gott, was? Ne, das kennt bestimmt jeder irgendwo auf dem Rummel. Auf dem Rummel gibt es solche Spiegelkabinetts. Und das ist schon echt funny, da drin rum. Oh, für die 100 Münzen-Herausforderung ist dieser Weg sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen wahrscheinlich irgendwie an diesen blauen Block herankommen, oder? Das könnte ich mir gut vorstellen, aber how? Boah, das Iglo wird jetzt nochmal eine schwierige Geburt werden, habe ich so im Gefühl. Kann ich da oben hinspringen? Ja, tatsächlich. Krass. Krasser Scheiß. Kann ich jetzt damit durch Wände laufen? Tatsächlich. Brilliant. Warte mal, erstmal hier durch? Das ist nur ein One-Up? Das sind Münzen? Wenn ich jetzt mit dir rede, kann ich hier wieder rauskommen? Ich mache die Kanone zum Abschluss bereit. Dankeschön. Ey, imagine, wie bitter das jetzt wäre. Wenn du da drin kann man da drin eingesperrt sein? Das würde mich interessieren. Das wäre, glaube ich, ein sehr interessanter Fact. Hä, die 100 Münzen werden hier so einfach sein. Hier sind ja 1000 Münzen verteilt. Naja, wir holen uns erstmal den Stern ab, ne? Woo! Alter, der dritte Stern für den heutigen Part, der war nice. Der war sehr, sehr nice zu holen. Alright!
89 Sterne, 31 fehlen noch. Es geht voran. Und ich glaube, Frostbollenfrust haben wir damit auch durch. Was haben wir denn hier noch so? Ah, guck mal, Bomb ums Bombenberg, da haben wir die 100 roten Münzen noch nicht gesammelt. Ich würde sagen, das machen wir mal. Also ich meine, why not? Yes. By the way, ich habe mir einen Kommentarschreiber rausgesucht. Ich glaube, das ist Epic You. Heißt der Epic You? Ich glaube, der Kommentar wurde auf jeden Fall heute eingeblendet im Part. By the way, riesiges Dankeschön. Epic You schreibt uns immer auf, wo die Sterne fehlen, was für Sterne noch so kommen, aber ohne zu spoilern. Das ist sehr, sehr nett und von daher, ey, besten Dank für die Mühen, dass du uns diesen Kommentar immer wieder aufschreibst in die Kommentare. Sehr, sehr coole Aktion von dir. Stimmt, und dann gibt es ja noch diese Sternherausforderung hier am Anfang, wo man ins Sonnenlicht hineinschaut, was wir auch irgendwann mal random abgebrochen hatten. Das gibt's auch noch, genau. Und dann gibt's noch diese Peach-Rutsche. So. Hier, warte mal, hier muss ich die roten Münzen. Ah nee, ich fliege alle Münzringe. Das ging, glaube ich, mit der Cappy so einfach, ne? Ah, konnte man sich hier irgendwie random hochschießen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Oh mein Gott, da kommen ja richtige Nostalgiegefühle hoch, wenn ich hier auf dieser Map unterwegs bin. Unterwegs muss sein. Da freut man sich doch, Freunde, oder? Da freut man sich. Okay, dann holen wir uns jetzt easy mal den 90. Stern ab. 4 Sterne für einen Part, sehr, sehr strong. Habe ich im letzten Part auch geschafft, der verlorene Part. Wir nennen es einfach den verlorenen Part. Schwamm drüber. Dinge passieren. Es kann passieren. Aber wisst ihr, was ich auch nicht verstehe, so an der Situation? Ich habe den Part aufgenommen. Ich habe im Ordner gesehen, ah cool, der Part ist drin. Ich habe sogar gesehen, ein Vorschaubild, also der Part. Ich hätte den Part öffnen können, aber sobald ich OBS geschlossen habe, war der Part auf einmal weg. Das war sehr, sehr strange. So, alle Münzringe durchfliegen. Okay, ich glaube, wir nehmen erstmal die höchsten Münzringe. Oder wir nehmen gar keine Münzringe, das geht natürlich auch. What a wang. Ich glaube, wenn wir uns mit der Kanone dort entlang schießen lassen, ist, glaube ich, ein Ticken schneller. Na, komm schon. Yes, number one. 5 Münzringe wird es also geben. Wir haben ja gelernt, dass es von allen Sachen hier in diesem Game 5 Dinge gibt. Also wenn man was einsammeln muss, ne, immer 5. Okay, 3 haben wir auch noch schon mal. Sehr, sehr sexy. Oder gibt es am Anfang sogar nur 4? So, und jetzt müssen wir hierfür wahrscheinlich die Kanone nutzen, nicht wahr? Das wäre doch crazy wie Jay-Z, wenn das auf Anhieb klappen würde. Junge, die Münzring-Herausforderung, Friendos. Die Münzring-Herausforderung. Ja, ich habe ja nicht mal gesehen, hä? Ja, Bro, achso, warte mal, wir müssen jetzt ein bisschen... Oh mein Gott, bin ich weit oben. Und wahrscheinlich habe ich schon verschissen, ne? Ja! Es gibt anscheinend doch nur 4. Junge, Junge, Junge. Ich war gerade einfach komplett in meinem Film, weil ich voll die Orientierung verloren habe. Wuhu! Geil, Alter. Nice one. Da haben wir Bomb-Oms Bombenfeld auch erfolgreich abgeschlossen. Nice. Was ich auch noch mal ganz gerne probieren würde, wäre halt diese Rutsche unter 21 Sekunden. Weil dann bekommt man ja auch noch mal einen Stern. Alter, ey. Wir haben jetzt 75% des Games abgeschlossen. 120 Sterne gibt's ja. Wo war die Rutsche nochmal? Wo war die Rutsche? Die Rutsche war ja nicht hier, ne? Nee, 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 nee. War die Rutsche hier oben rechts? Nee, das war nicht die Rutsche. Doch, tatsächlich, geil. Aber das Bild war es links, oder? Nee, dann war es das Bild doch rechts. Schon ein bisschen her, seitdem man hier gewesen ist, ne? Man muss halt einen perfekten Run haben für 21 Sekunden. Ich weiß halt nicht, was perfekter Run heißt für die 21 Sekunden. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendeinen Tipp oder so. Ja, ich glaube, wir dürfen einfach auch gar nicht bremsen. Ich muss einfach straight... Ich glaube, man kann safe hier eine Abkürzung nutzen. Ich glaube, jetzt habe ich gerade schon verschissen, oder? Wuhuuu! 20,9
Sekunden, Baby! Ja, das war der perfekte Run, ne? Ja, warte, aber du! Ja! Das war geil, Mann! 5 Sterne! Der Hase läuft, der Hase läuft. Freunde! Was soll ich sagen? An der Stelle sage ich mal, wir hatten einen super erfolgreichen Part und ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat. Abonniert den Umlautmann, falls ihr es noch nicht getan habt. Und an der Stelle sage ich mal danke an die Elite Umlaut-General-Member. Basti the Dark Empire für 15 Monate. Cybix Games für 14. Melly für 5. Maria für 4. Klein W für den ersten und Granger ist hinzugekommen. Besten Dank dafür für 3 Monate. Aber natürlich an jeden anderen Member auf diesem Kanal, an jeden, der diesen Kanal supportet. Das ist super, super nett von euch. Und vielen Dank, dass ihr die klassischen Let's Plays mit dem Umlautmann supportet. Von daher, bis zum nächsten Part. Cheerio. Bye, bye.